meine Herren, also Ruhe, meine Herren. Ich habe hiermit die Ehre, Ihnen den Besuch unseres Landesfürsten anzukündigen. Also nur Ruhe, meine Herren. Sie werden einsehen, dass das gerade für uns die Stadtkapelle von der größten Wichtigkeit ist. So schlagen Sie mal gleich die Bücher auf. Nummer 4. Also schlag auf Nummer 4. So, also nur, habt ihr alles? Bitte nochmals, geben Sie sich die größte Mühe. Wir fangen gleich alle zusammen an. 1, 2. Halt, meine Herren! Das klingt ja gerade. Halt, Lehmann! Was wollten Sie den Fersten um dein bisschen Verstand bringen? Lehmann, was machen Sie denn? Die trillern ja? Wie kommt denn das? Ja, ich habe meine Zähne zu Hause gelassen. Da habe ich jetzt dattrig und kriege's Maulstück nicht im Mund. Nein. Ich lasse ihn gleich hineinstecken. Mehr Energie, Lehmann, wenn ich bitten darf. Also noch einmal. 1, 2. Halt! Das ist aber Lämmermeier. Sehen Sie denn nicht, dass da ein paar Kreischen vorgezeichnet stehen? Nee, Kartellmeister, das kann ich nicht sehen. Ich habe Sie nämlich meine Brille zu Hause gelassen. Prost! Ach, Sie alter Lulatsch! Sie sind selber ein Lulatsch! Gabelmeier, Sie spielen ja gar nichts! Das hab ich auch gar nicht nett. Hier steht ja das Liebe dumm. Ich spiele bloß, wenn ich Lust habe. Herr Braun, Sie sind ein Esel, Gabelmeier. Sie sind auch einer. Wenn Sie so lang wären, wie Sie dumm sind, da könnten Sie aus einer Dachrinne saufen. Also noch einmal. 1, 2. Halt. Aber Herren, so meine Herren, mein Legato, da müssen Sie doch langsam spielen. Und Sie, Paulsen, con fuoco, mit Feier. Da geben Sie mir erst ein Zinkdänzchen und eine Zigarre, dass ich was zu rauchen habe. Ja, und ein Glas Bier auch noch. Und rechts und links eins hinter der Ohren, verstehen Sie? Wenn das der selge Wagner hören möchte, der wird sich im Grabe umdrehen, verstehen Sie? Nun, das wäre ja sehr schön, Konigitor, der Kapellmeister. Der hat sich erst gestern umgedreht, da liegt er heute wieder richtig. Also noch einmal, meine Herren. 1, 2.